So, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode von MarkTV. Wie ihr vielleicht im Blog mitbekommen habt, haben wir jetzt hier nun Zwillinge bekommen. Alles toll, macht auch riesen Spaß, aber jeder, der schon mal nachts um drei seinen Kindern irgendwie Essen zubereiten musste, der kennt das bestimmt. Man steht dann da mit diesen Dingern hier, muss dann dieses Pulver genau passend hier reinfüllen, Riesensauerei. Dann muss man noch das Wasser immer warm vorhalten, kalt, genau, mixen, ist es dann warm genug. So, und wenn man sich das vorstellt mit zwei Kindern, eins schreit im Hintergrund, das andere hat man auf dem Arm, dann soll das hier auch noch rein, alles zugesaut. Nee. Dafür gibt es aber eine Lösung. Meine super schlaue Frau hat etwas rausgefunden, das war gar nicht ich, sondern das war tatsächlich meine Frau Esther. Der Formula One von der Marke Baby Breather, nicht Breather, das wird ja nicht mit Doppel-E geschrieben, sondern Breather. Das ist quasi eine Kaffeemaschine oder eine Espressomaschine für Babynahrung. Ich zeige das mal. Ich packe das mal hier drunter. 60 Milliliter. Drücke. Jetzt arbeitet er kurz. Er mixt also das Pulver, die richtige Menge und die richtige Temperatur. So, jetzt schüttel ich das hier noch so ein bisschen. Hupsa. Zu. Fertig, das war's. Richtig, richtig geil. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegt man das her? Wir haben es von Amazon. Da habe ich auch natürlich einen Link in meinem Blog-Eintrag zu. Großer Nachteil, ich zeige das hier mal gerade, ich mache das Ding mal aus. So aus. Das ist ein Import. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen Adapter für die Steckdose. Ich habe jetzt meinen Reiseadapter dafür genommen. Ansonsten ist es ziemlich genial. Wenn man das dann aufbaut, oder es gibt halt kaum englische Reviews zu dem Teil, deutsche Reviews zu dem Teil im Internet, deswegen wird das vielleicht nicht ganz so klar. Also A, es gibt für alle europäischen Marken, weil die Ausländer, also beziehungsweise die im Ausland, benutzen hauptsächlich auch unsere deutsche Babynahrung. Da gab es ja mal so einen Skandal, dass irgendwie China unsere ganzen Babyprodukte irgendwie leer gekauft hätte. Das heißt, es gibt dafür genau die richtigen Informationen für unsere Nahrung. Wir benutzen HIP, Präkombiotik, Bio oder sowas, das steht tatsächlich in dieser Liste drin, obwohl das ein Import ist, also ein englisches Produkt. Das nächste ist, was man sich fragt, warum ist das Ding denn die ganze Zeit an? Das Ding läuft 24 Stunden am Tag und heizt vor. Eine Espressomaschine heizt kurz vor, haut es dann rein. Das ist hier nicht so. Ich habe am Anfang gedacht, was für eine Energieverschwendung, was machen wir denn da? Naja, aber wenn man mal wirklich Kinder hat, die essen ja den ganzen Tag. Es macht das Ding quasi keinen Sinn, das mal abzukühlen. Das Wasser ist immer auf der richtigen Temperatur. Deswegen, ich habe so ein paar Sachen in meinem Internet dazu recherchiert, viele beklagen sich, oh Gott, wir haben das jetzt übrigens einen Monat, oh Gott, das schimmelt ja komplett zu, das Teil. Ja, tut es auch, wenn man A, kein steriles Wasser reintut, also hier das Wasser vorher abkochen lassen, abkühlen, dann einfüllen und das nicht mindestens einmal im Monat komplett sauber macht hier oben, das kann man abnehmen, kann das also das Pulver rausnehmen, sauber machen, kein Thema und vor allem das hier jeden Tag sauber macht. Das habe ich hier ein bisschen zugesaut, aber naja. Das kann man auseinanderbauen, das sollte man auch machen. Wenn man das macht, so, das heißt, man lieber draußen, das muss man auch immer sauber machen, ist das wirklich eine super geile Lösung für alle, die keinen Bock haben, permanent hier zu stehen und alles zuzusauen. Das Ding steht in der Ecke, man drückt auf den Knopf, fertig. Das ist wirklich so einfach. Wie gesagt, wir nutzen das jetzt schon seit über einem Monat. Also selbst die Hebamme hat das Ding gesehen und meinte, oh, endlich haben das mal Leute bestellt. Ja, wir haben es gemacht. Es ist wirklich so geil. Ich kann das also wirklich mal weiterempfehlen. Und wir werden bestimmt noch viele andere Dinge finden, mit denen wir unsere neue Vielsamkeit hier noch ein bisschen einfacher machen können. Das ist auf jeden Fall eine davon. Und wir können das wirklich empfehlen. Unsere Hebamme fand es auch toll. Nur sauber machen, ganz wichtig. Steriles Wasser rein. Nicht das heiße Wasser da reinkippen. Das macht es auf jeden Fall kaputt. Gut pflegen wie alle technischen Geräte und dann gibt es da auch keine Probleme mit. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung damit. Gut, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Babysachen auf MarkTV, unsere neue Serie hier. Danke, tschüss!